Ja, somit herzlich willkommen zu einem neuen Part Let's Play Hugo. Ja, wie man schon im Intro vorher gesehen hat. Moment, ich ziehe mal kurz das Fenster wieder in die Mitte für mich. Ja, sehr gut. So, wie man schon gesehen hat, eine große Goldmünze mit Hugo vorne auf dem Cover sozusagen. Beziehungsweise auf der Seite. Ja, wir spielen Hugo Gold. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Spiele. Hier ist sogar Labyrinth dabei. Hier könnte es sogar funktionieren. Ich werde es mal probieren. Aber hier sind auch ganz viele Spiele, die wir schon einmal gespielt haben. Zum Beispiel Wald, Eishöhle und Berg haben wir auch schon. Flieger hatten wir auch schon und Rasen. Das heißt, wir haben Floßfahrt, Tauchen. Skateboard hatten wir zwar auch schon, aber diesmal werde ich gucken, ob das die Version ist, wo die Musik noch gut zu hören ist dabei. Und Labyrinth, falls es funktioniert. Das heißt, das wird nicht allzu lange dauern heute. Das heißt, wir können auch schnell zu Platin übergehen. So, Schlussszene ist hier auf keine gestellt. Das will ich natürlich nicht haben. Einmal auf zufällig. Ja, ich kann auch heute, glaube ich, nicht so lange reden, beziehungsweise viel reden, weil irgendwie mein Hals schmerzt. So derbe, aber richtig. Obwohl ich keine Halsschmerzen wirklich habe. Also es ist eigentlich nur, wie sagt man? Es ist eine Afte. Genau, eine Afte am Gaumen, sag ich mal. So, und ohne weiteres Gequatsche werden wir jetzt weiter zur Floßfahrt gehen. Yay! Na, Hexana, willst du was sagen oder nicht? Ja, pass auf, ich drück dich weg. Hugo wird es niemals... Hehehe, mitten im Wort abgebrochen. Nee, 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 nee. So, bitte warten. Ja, ich weiß nicht, warum... Oh, richtig lange Stuss. Auf geht's endlich in den Fluss. Nee, die Sequenzen hier, die sind ein bisschen ruckelig, beziehungsweise, um es, naja, milder auszudrücken, lahm. Könnte an der CD liegen, beziehungsweise an der Version des Spieles, keine Ahnung. Und das war ein verdammt großer Fehler. Bitte, 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 bitte. Meine Güte. Ja, hier ist es eigentlich ganz wichtig, immer darauf zu achten, dass man auf einem Baumstamm landet und nicht ins Wasser. Beziehungsweise hier an den Seiten die Säckchen einsammelt und den Gegenständen ausweicht. Und man darf nicht zu lange auf dem Baumstamm hocken, weil sonst... Ich glaube, das werden wir heute nicht mehr sehen. Mal gucken. Weil sonst macht der Hugo nämlich was ganz Lustiges. Na, springen wir mal hier rüber. Gerade mal 50 Punkte, das kann nicht angehen. Yay, 100. Au, au, 100. Ja, und... Das meinte ich. Das meinte ich. Ja, genau. Jetzt halt die Schnauze bitte, danke. Oh, waren wir schon bei der Stelle? Oh, okay. Nee, ab einem gewissen Punkt ab in dem Spiel hier, also in dem Minispiel, kommt Hexana einfach mal vorbei und haut ihre Blitzkugel irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. So, und man hat gerade gesehen, wenn man zu lange auf dem Baumstein drauf bleibt, dann macht der schöne Hugo einen Riverdance, einen Floßdance, einen Baumstammtanz. Wie man das auch nennen mag. Und das sieht ganz lustig aus. Rechts den Sound, den er da mal macht. Ey! Wasser am Abend erfrischend und labend. Aber zweimal reicht. Nutz die nächste Chance. Alles klar. Aber so lange war ich doch gar nicht auf dem Fluss drauf. Verarsch mich nicht. Okay, gehen wir mal rauf. Dumm, die dumm. Ich weiß auch gar nicht, was diese Dinger bringen. Also die Bäume, die die ganze Zeit da ausschlagen, beziehungsweise peitschen wollen. Also ich habe da irgendwie nie so wirklich drauf geachtet. Beziehungsweise die tun auch, glaube ich, auch gar keinen, irgendwie gar nicht was. Und einmal hier rauf. Da vorne ist schon wieder so ein Baum, der peitscht. Da putsch. So, einmal rüber. Mensch, bald sollten wir es doch mal geschafft haben, oder nicht?
jetzt. Komm, bitte. Baumstamm, 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 Baumstamm. Baumstamm. Baumstamm zu spät. Baumstamm kann mich mal am Arsch lecken. Alter, war das knapp. Dum di dum. Du dum. Wir sollten auch bald angekommen sein, eigentlich. Also normalerweise, ja, jetzt verschwinden die da hinter uns und jetzt sollten wir vorne. Ja, das Ziel erreichen. Jawohl, Kapitän, so mag Troll es gern. Troll, top! Sehr gut. Ja, dann gehen wir mal zu Exana. Wie immer. Hugo, hilf uns! Hugo! Jetzt wird Exana weggetrollt. Diesmal keine Lache von mir. Ha, Exana, jetzt kommt Hugo! Ich frage mich immer, was an der Seite steht. N und LB was here too, alles klar. Wer die Wahl hat, hat die Qual, nicht wahr? Ich nehme die Nummer 3. Yo, somit schon wieder geschafft. Und singen werde ich heute auch nicht, Leute. Wir sind frei! Da seid ihr mal befreit vom Singen. Oder auch nicht. Ja, Hugo hat es geschafft. Er kann jetzt nun die kleine Bitch wecken. Das geht noch. Aber auch nicht so heftig, Alter. So, einmal Heady eingeben. So, okay, ich habe zwar nur einmal gedrückt, aber schön, dass er das Punktekonto auf einmal ganz schnell weghaut. Und wir gehen weiter zum Tauchen. Hexana will was sagen, Hexana will was sagen. Nein, das doch Leben nicht. Ist viel bunter, taucht der Hugo auch mal unter. Ja, dann auf. Ja, hier ganz wichtig, den Kraken ausweichen, den Fisch ausweichen und die Schätze mit einsammeln und natürlich auf die Luft gucken. Weil wenn man in der Mitte ist, kann man den schönen Knopf nach oben drücken, dann kriegt man leider den Schatz nicht mehr mit. Kann man nämlich Luft mit einsaugen. Auf die Krabbe rechts sollte man auch aufpassen. Da soll man auch nicht unbedingt reindüsen. Und natürlich hier gegen das Schild schwimmen. Weil wenn man nicht geradeaus schwimmt, dann schwimmt er in eine, ich weiß gar nicht mehr, wogegen er denn schwimmt. Auf jeden Fall ist das denn ein Leben weniger. So, schön die Schätze hier mitnehmen. Wir haben ja noch Luft. Ich mag den Fisch nicht, der guckt immer so blöd. Das könnte jetzt schon das Ge- Ja. Fieser Fischgestank, was ist denn das hier für ein Tank? Falsch getimt, falsch getimt. Na also los, wir versuchen's nochmal. Alles klar, hast du denn noch Luft? Ja, jetzt hat er wieder volle Luft, cool. So geht's natürlich auch. Eigentlich müssten das bei diesen Schatztruhen viel mehr Punkte geben. Die geben nur 50, die hätten eigentlich 100 oder 200 geben müssen. So viel Gold, die da drin enthalten, nur. So, gleich mal Luft schnappen. Da ist ein Schatz! Nein, den wollte ich doch mitnehmen. Ja, im Moment echt nicht spannend. Das ist, ja. Was soll ich noch dazu sagen? Außer, ich glaube, wir sind da. Eines der leichtesten Minispiele überhaupt. Hey! Hugo, dein Troll findet dich toll!
Und jetzt? Blitzszene! Ja, Hugo? Kommst du jetzt hervor oder nicht? Ja, na bitte. Ja, dauert ein bisschen bei dem Spiel. Hier wird's wohl zischen und auch krachen. Doch Hugo will's jetzt trotzdem machen. Ja, okay. Dann wollen wir mal. Oh, das tut weh. Ich sollte aufhören mit den Stimmen. Das Schöne ist, hier ist es alles ein bisschen langsamer. Nicht so hektisch wie bei den anderen. Da kann man sich schön die blinkenden Felder merken. Da dürfen wir zum Beispiel nicht mehr rein. Dann gehen wir außen rum. Hoppala! Hugo zweimal schon verrissen, wird es dann jetzt doch gern wissen. Ja, okay. Scheiße, wie war das jetzt? Dann rechts rum, dann weiter geradeaus. Puh, knapp. Hugo Düsentroll findet dein Ergebnis toll. Ich dachte, wir explodieren noch einmal. Ja, wieder diese schönen Sterne, bla bla bla, das kennen wir ja schon alles. Gewonnen! Ich weiß, wir haben gewonnen. Ist ja... So, Handy einmal eingeben. So, 1400, wir sind erster Platz, das ist schön. Und wir machen gleich weiter mit Skateboard. Weil Skateboard hatten wir zwar in der letzten Aufnahme, glaube ich, schon einmal. Aber hier ist die Musik ja anders. Und ich mag die geile Musik und deswegen machen wir Skateboard nochmal. Trolli, pop, trolli, pop, jetzt geht's hier richtig ab. Yeah, Skateboard. Ja, jetzt hört man die Musik ganz gut. Ich finde die cool. Ach ja, da kommt der Piepmatz. Einmal lächeln, Hugo. So. Oh, nein, das war ein Fehler. Eieiei. Ich dachte, wir fliegen da runter. Einmal rechts, einmal links, einmal rechts und einmal links. Und einmal rechts. Hipster, Hipster. Jabos. Wissen, wer der Babo ist? 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 Yeah. So, jetzt kommt die Schlampe vorbeigeflogen, wenn ich mich nicht irre. Ja, da ist er. Hey Schlampe, zeig mal deine Titten! Hui! Oh oh! Ach ja! Hui! 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 Und rechts! Und links! Und nicht in den Stein! Und wir haben es sowieso geschafft, die Musik, die wird leise und bam! Hugo, dein Troll findet dich toll! Das ist doch schön. Und nochmal Blitz. Ja, das Geschwafel brauchen wir ja nicht hören. Überspringen. Ach, das geht nicht. Hier wird's wohl zischen und auch krachen. Doch Hugo will's jetzt trotzdem machen. Ja, machen wir nochmal die Blitzszene. Mit zwei Leben. Das sollte doch drin sein. So, einmal den Schlüssel mit eingesackt. Weiter geradeaus, wenn ich mich nicht irre. Ja. Weiter geradeaus. Da sollten wir nicht drauf springen, glaube ich. Und dann haben wir es. Hugo Düsentroll findet dein Ergebnis toll. Bum, bum, brum, bum, brum, bum, brum. Ja, ist gut.